Hallo Leute, ich bin Silu und heute habe ich mal wieder was ganz Besonderes für euch. Heute bin ich in der Dresdner Heide mal wieder und da dachte ich mir, probiere ich heute für euch einen Dresdner Whisky. Und zwar nicht irgendeinen, es ist der Dresdner Old Town Whisky. Ich habe ja schon einmal so einen für euch verkostet, das ist aber ein anderes Batch. Und ein ziemlich besonderes Batch, wie ich finde, denn dieser Whisky wird ja in Sachsen hergestellt und er wird vom Roy, vom Whisky und Genuss, wird das alles organisiert und das Destillat entsteht bei der sächsischen Spirituosenmanufaktur und sie versuchen natürlich immer bei diesem Whisky möglichst viel aus Sachsen kommen zu lassen und bei dieser Variante jetzt haben sie nicht nur die Gerste aus der Oberlausitz bei mir hier in Sachsen bezogen. Es wurde nicht nur in einer sächsischen Brennerei destilliert, sondern sie haben auch sächsische Fässer verwendet. Sächsische Eichenfässer. Und zwar hat das die sächsische Böttcherei Götze gemacht. Die gibt es hier schon seit über 300 Jahren. Ist das ein Familienbetrieb, was ich sehr beeindruckend finde. Und die haben die Bäume dafür gefällt. Das waren 200 Jahre alte Eichen aus dem Tharanderwald. Das ist auch hier in Sachsen. Und in diesen Fässern wurde dann der Whisky sozusagen gelagert. Ist im März 2017 destilliert worden, ist also 3 Jahre alt, ist 2020 abgefüllt worden und es gibt hier so einen kleinen Zettel außen dran. Es ist ein bisschen kompliziert mit dem Stehen, aber es ist so kalt und nass und schneeig, dass ich mich hier nicht hinsetzen werde. So, ich lese euch das mal kurz vor. Mit dieser Flasche Whisky halten Sie ein Stück Sachsen in Ihrer Hand. Sächsisches Getreide in der Oberlausitz gebraut und gebrannt, in sächsischen Eichenfässern der ältesten Böttcherei Sachsens gelagert und in Meißner Weinfässern nachgereift. Deshalb trägt diese Edition mit Stolz den Namen des Stammvaters des sächsischen Königshauses Wettin, Konrad der Große. Markgraf Konrad von Meißen, genannt der Große oder der Fromme, lebte um das Jahr 1098 bis 1157. Ein geschickter Herrscher, der es verstand, durch kluge Diplomatie, effiziente Heiratspolitik, reichlich Glück und wenn nötig auch rohe Gewalt seine Markgrafschaft zu erweitern. Mit der Mark Lausitz und der Siedlung, welche einmal zu Dresden werden sollte, verband er alle Regionen, die unseren Whisky heute beeinflussen. Er legte damit den Grundstein des mächtigen Wettiner Geschlechts und führte den Fürstenzug in Dresden an. Aus ursprünglich 200 Litern konnten 466 Flaschen abgefüllt werden. Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich habe euch in der Zeit jetzt mal ein paar Bilder aus der Region eingeblendet, auch zu Konrad dem Großen und dem Fürstenzug. Den gibt es nämlich tatsächlich bei uns. Der ist aus Meißner Porzellan und ist in der Altstadt zu finden. Wer den schon mal besichtigt hat, wird entsprechend beeindruckt sein. So. Und zwar hat unser Whisky, jetzt muss ich hier kurz mal schauen, 46 Volumenprozent. Genau, jetzt muss ich hier noch mal schauen. Single Malt Saxon Whisky finde ich ziemlich witzig übrigens. Das sind kleine 0,5er Flaschen. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Genau, 200 Liter, 466 Flaschen. Jetzt weiß ich wieder, wonach ich gucken wollte. Ob hier drauf steht, welche Flasche das ist. Nein, schade. Das wäre echt cool gewesen, wenn hier dann noch gestanden hätte, welche Flaschennummer das ist. Jetzt fällt mir ein, warum ich danach gesucht habe. Der Whisky und Genuss bei uns in Dresden macht auch jedes Jahr anlässlich der Messe, die ja dieses Jahr in Form von einer Whisky-Nacht stattgefunden hat, eine Messe-Edition. Das ist immer eine Whisky-Meets-Wine-Edition. Die werde ich auch demnächst für euch verkosten. Und dort stand auf jeden Fall die Nummerierung mit drauf. Ja, den gibt es auf jeden Fall auch noch zu kaufen. Ist noch nicht ausverkauft. Und ich kann euch sagen, ich habe ihn schon mal probiert. Er ist, ja, durchaus nicht was für jedermann. Also es ist ein spezieller Geschmack. Ich finde ihn sehr cool. Ich mag aber auch so diese ungeschliffenen Rohdiamanten mit Ecken und Kanten. Und klar, ich genieße auch mal so einen perfekt runden, 18 Jahre alten Glenn schießt mich tot. Aber so im Allgemeinen bin ich immer auf der Suche nach spezielleren Geschmäckern, die vielleicht auch nicht jedem gefallen. Ich schlage damit übrigens total in den angekündigten Trend, die Trendentwicklung für Whisky 2021. Dass
wird nämlich alles so ein bisschen genau in diese Richtung gehen. Besondere Abfüllungen, unabhängige Abfüllungen, Sonderedition mit wenig Verfügbarkeit, besondere Geschmäcker. In die Richtung wird das Ganze so ein bisschen gehen. Ich habe tatsächlich vor, einen Podcast aufzunehmen, in dem ich mich mal mit diesen ganzen Trenddiagnosen für 2021 ein bisschen genauer befasse. Ich weiß noch nicht, ob, wenn ihr das Video seht, ob ich den Podcast dann schon aufgenommen habe. Aber schaut auf jeden Fall mal rein, da befasse ich mich genauer mit diesem Thema. So, und jetzt befasse ich mich mal genauer mit diesem guten Tropfen. Ist natürlich arg kalt hier draußen von der Umgebung, deswegen habe ich mich für ein kurzstieliges Glencairnglas entschieden, damit ich ihn so ein bisschen in der Hand halten kann. Man könnte denken, ich hätte schon was davon getrunken, habe ich aber nicht. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich das so irgendwo draußen mache, weil mich könnten Leute dabei beobachten. Wie fändet ihr das, wenn ihr so einen komischen Dude im Wald seht, der Schnaps trinkt und sich dabei filmt? Ich glaube, ich fände das komisch. Die erste Nase war sehr fruchtig, so ein bisschen nicht so Zitrus. Zitrone ist für mich eher sauer. Es war mehr so eine sehr fruchtige Zitrone, eine sehr süße Zitrone, aber auch nicht wirklich eine Orange. Eher so ein bisschen, als hätte man so Aprikosensaft mit Zitrone gemischt. Und in der zweiten Nase hat er mich total an den ersten erinnert, an den ersten Old Town Whisky. Der war meines Erachtens nach, wenn ich ihn richtig im Kopf habe, sehr, sehr malzig. Und das ist so ein Grundcharakter, ich würde es jetzt fast Brennerei-Charakter nennen, der jetzt so bei diesen zwei Editionen irgendwie in der Nase für mich ganz, ganz deutlich war. Dieses sehr malzige, süßmalzige, hellmalzige, nicht so dieses dunkle, sondern eher wirklich hell und ja, so ein bisschen wie Getreide im Sommer. So, auch so ein bisschen mit Staub und so, wie man das so aus einer romantischen Version einer Heuernte kennt oder Getreideernte kennt. Und dann wird er immer süßer. So ein bisschen Weintrauben, tatsächlich weniger Wein, mehr diese Weintrauben, also dieses helle, fruchtige, bevor er verarbeitet wird. Und junges, frisches Holz, so ein bisschen weniger diese Vanille-Honignote, wie man das jetzt von American Bourbon kennt. Wirklich eher so ein frischer Holzschnitt, so dieses leicht harzige ist mit dabei. Flange. Er ist halt sehr jung und das schmeckt man. Er ist sehr kräftig im Geschmack. Am Anfang hatte ich so ein bisschen wie so ein Staubgefühl im Mund, so als würde ich an Kalkstein lecken oder an staubigem Holz. Dann kam so diese helle, fruchtige Süße so ein bisschen mit, aber dezenter als im Geruch. Und so dieses Malzige war auch mit dabei. Und halt wirklich, was ich finde, was sehr, sehr deutlich rauskommt, sind diese jungen Fässer. Das hat Roy mir auch erzählt, dass sie da so ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Eigentlich wollten sie den viel länger liegen lassen. Das war aber einfach nicht möglich, weil diese jungen Fässer so viel Bums und so viel Geschmack abgegeben haben. Was ich irgendwie witzig finde, weil der Baum ist 200 Jahre alt, wenn wir ihn fällen. Und dann machen wir ein Fass draus und dann ist er jung. Also wisst ihr, es ist derselbe 200 Jahre alte Baum, aber es ist ein junges Fass. Und er gibt extrem viel Geschmack ab und das merkt man. Also es ist...
Ich finde den jetzt im Kalten sehr lecker. Ich habe ihn zu Hause im Warm probiert. Da war er schon sehr intensiv, sehr herb. Er ist nie in dieses Bittere abgekippt, was ich gut finde. Ich bin einfach kein Fan von diesem Holzbitter. Das müsste inzwischen klar sein. Das hat er nie gemacht, aber er ist schon sehr extrem im Geschmack. Sehr heftig. Ich würde den auch nicht jeden Abend trinken. Also das ist definitiv kein Allerabende-Whisky. Das ist mehr so ein wirklich, heute will ich mal was Besonderes oder ich will mal mich geschmacklich herausfordern. Da passt der super, super rein in die Riege. Ja, also dieses junge Holz, auch dieses Harzige, liegt jetzt so als, nach einer gewissen Zeit liegt das auch bei mir auf der Zunge. Jetzt wird er auch in der Nase wieder mehr, geht wieder in meine allseits bekannte Zirbenrichtung, in dieses frisch geschnittene Tanne. Ich weiß, es ist ein Eichenbaum, den wir dort gefällt haben, aber irgendwie riecht er für mich trotzdem so nach frischem Harz, was so den Baum runterkleckert und was du nie von deinen Händen abkriegst, und nach so frisch geschnittener Tanne. Die Süße geht, finde ich, immer mehr verloren, so ein bisschen, verschwindet. Und es wird immer holzig, harzig, Wald habe ich im Kopf. Ich hatte jetzt kurz auch so ein bisschen was, so ein bisschen diesen muffiger Weinkeller hatte ich jetzt auch so ein kleines bisschen. Das mag ich ja, finde ich ja ganz cool. Das hatte ich jetzt so ein bisschen mit im Kopf. Aber hauptsächlich tatsächlich dieses junge Holz. Also wer da total drauf steht, ne, ist auf keinen Fall zu vergleichen mit einem American Bourbon. Ne? Also von dieser Vanille-Honig-Süßnote, von diesen ausgerauchten Fässern, diesen getoasteten Fässern, das habt ihr hier nicht. Es ist tatsächlich wie frisch geschnittenes Holz. Sehr waldig, sehr harzig, sehr holzig einfach. Das bringt auch so ein bisschen einfach die europäische Eiche mit. Die amerikanische Eiche ist ein bisschen süßer von sich aus, vom Holz her, als die europäische Eiche. Die ist einfach ein bisschen herber, ein bisschen harzig, weiniger, wenn das Sinn macht. Ja, und es geht tatsächlich eher so in die Richtung. Ich finde es halt ein super, super schönes Projekt, dass einfach auch unsere Region, die ja nun wirklich nicht die Whisky- und auch nicht die Weinregion und auch nicht die Bierregion ist, dass trotzdem versucht wird, alles aus dieser Region zu holen und dass alles auch von hier kommen soll und dass wirklich Regionalität mal durchdekliniert wird von Anfang bis Ende und dass sie sich da auch wirklich versuchen, selbst die Etiketten und die Flaschen von hier zu beziehen. Das finde ich ein super, super schönes Projekt. Ich bin ja totaler Fan davon, regional zu kaufen. Und ja, also ich zeige euch nochmal die Flasche. Da ist der Konrad der Große drauf, da ist unsere Skyline von Dresden drauf. Ja, da sieht man die Frauenkirche, da sieht man die Hofkirche. Oh, jetzt wird es peinlich. Man sieht auf jeden Fall auch den Goldenen Reiter. Man sieht die Semperoper. Man sieht noch irgendwas, was aussieht wie die Semperoper. Oh, jetzt wird's peinlich. Ich glaube, man sieht auch den Schlossturm, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Und dann, wie gesagt, auch den Konrad den Großen. Old Town Whisky natürlich, weil der Whisky und Genuss in der Dresdner Altstadt liegt. Sehr, sehr sehenswert. Also wenn ihr wieder reisen dürft, euch Städte angucken dürft, würde ich euch wirklich empfehlen. Klar, ich wohne hier, ich bin ein bisschen voreingenommen, aber ich finde, Dresden ist eine der wunderschönsten Städte überhaupt, was auch so die Altstadt angeht und auch das Flair von der Neustadt, wenn man abends noch ausgehen will oder so. Unsere Kulturszene ist wirklich, wirklich toll und wir machen einen sehr, sehr leckeren Whisky. Der von mir, oh, jetzt habe ich gar keine Preise im Kopf. Okay, Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich hier jetzt nicht direkt bewerten.
Ich blende ihn euch ein, den Preis. Es dürfte aber nicht so viel sein. Also ich glaube, es waren 60 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also definitiv ein normal klassischer Whisky. Ich denke, wir müssen uns einfach auch an teurere Preise für Whisky gewöhnen. Gerade jetzt auch mit dem Brexit, mit der Corona-Situation wird das auf uns zukommen. Und wir sind hier in Deutschland bisher sehr verwöhnt gewesen, was Alkoholpreise angeht. Also wenn ich in die anderen Länder gucke, in denen ich bisher war, da konnte ich mir nicht mal meinen Talamodieu leisten. Ja, auf jeden Fall war nicht so teuer. Ich finde ihn sehr cool. Dieses extrem holzige ist nicht ganz so meins. Es geht ja noch, weil er nicht so bitter wird. Aber er ist halt sehr, sehr speziell. Und wird auch nicht jedem gefallen. Also hier kann ich euch wirklich auch nur raten, wenn ihr so auf dieses holzige, harzige steht, dann ist ja voll was für euch. Ansonsten probiert ihn. Schreibt ihm Whisky und Genuss einfach mal an. Vielleicht verkaufen sie auch kleine Samples. Wenn ihr Bock habt, kauft euch einfach auch eine große Flasche oder geht vorbei, wenn es... Na gut, das ist momentan auch nicht möglich, dort zu probieren. 6 Punkte gebe ich dem Whisky. Geschmacklich hat er mir gut gefallen, bis sehr gut, je nachdem, wie ich auch tagesperformancemäßig drauf bin. Er ist halt aber natürlich nicht für die breite Masse, deswegen ein bisschen Punktabzug dafür. Ja, ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich habe mir überlegt, weil es eben momentan so schwer ist, für alle neuen Whisky zu probieren, verlose ich einfach 3 Samples aus diesem Whisky. 3 Stück verlose ich an alle, die bis zum hier unten eingeblendeten Datum einen Kommentar unter dem YouTube-Video abgegeben haben mit dem Wunsch, dass sie diesen Dresden Old Town Whisky probieren wollen. Also schreibt einfach rein, Dresden Old Town Whisky will ich probieren oder irgendwie sowas, dass es mir deutlich macht, dass ihr daran teilnehmen wollt und dann schicke ich euch einfach, melde ich mich bei euch, verlose ich 3 Samples, kleine Samples aus dieser Flasche und dann könnt ihr euch selber mal damit befassen und selber mal entscheiden, ob er euch geschmeckt hat oder nicht. Ja, so viel zum Dresden Old Town Whisky. Ich bin ein bisschen regional stolz auf diesen Tropfen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich mache jetzt Schluss für heute, denn meine Hände frieren jetzt wirklich ab. Es ist nämlich ganz schön kalt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, Slantje!